Hallo zusammen, ich bin's wieder, der Bauer Michi. Wir sind heute bei Steyr Traktoren in St. Valentin. Und ich kriege eine private Werksführung. Und da nehme ich euch jetzt gleich mit. Bauer Michael wird präsentiert von landwirt.com, dem Online-Marktplatz für die Landwirtschaft. Wir sind jetzt in den heiligen Hallen bei Steyr, da wo die Traktoren hergestellt werden. Der Hermann darf mir da heute durchführen und er darf mir alle Fragen beantworten, die ich habe, und es sind viele. Hermann, was machen die da im Hintergrund gerade? Die machen da jetzt im Hintergrund eigentlich die Hochzeit. Da wird Motor und Getriebe vereint. Wie viel schafft ihr da in der Stunde? Ja. Oder am Tag? Am Tag werden hier zurzeit 46 Traktoren gebaut und die Maximalleistung ist 56 Traktoren pro Tag. Da können wir schon ein bisschen Gas geben, oder? Dass die da vor drei fertig werden. Da sind wir jetzt auf der letzten Station. Da bekommt der Traktor seine Räder und kann auch dann selbstständig aus der Halle fahren. Okay, das heißt jetzt, ich hocke mir jetzt dann drauf und dann können wir da draußen eine Runde fahren, oder? Ja, ich habe schon was organisiert. Der Vizepräsident, der Christian Huber, wartet draußen auf dich. Der nimmt sich extra Zeit für dich und fährt mit dir eine Runde. Einmal frei. Also, dann starten wir mal raus und drehen eine Runde. So, wo können wir jetzt hin? Wer bist denn du überhaupt? Ich bin der Michi Bauer. Ja? Ich bin da aus Fürth. Okay. Wir haben eine Landwirtschaft, 80 Hektar. Ich habe einen Steyr, einen CVD. 11.000 Stunden. Ja, super. Ja. Und läuft noch, muss man echt sagen. Ne? Deswegen, aber jetzt muss ich wirklich mal schauen, dass ich einen neuen irgendwo mal kaufe. Und jetzt haben wir gedacht, fahr ich einfach mal runter. Ja, dann nehme ich mir natürlich die Zeit. Schon, das ist super. Einmal frei. Was ist jetzt das Besondere an dem Schlepper? Was hat er so Neuerungen drin? Also, der hat das besondere Highlight, dass er das beste Getriebe am Markt momentan hat. Okay. Das heißt, der hat das Getriebe, wo wir 8-stufiges Loschek-Getriebe haben, mit 3 Gruppen. Ja. Und der schaltet sich voll automatisiert auf und ab und arbeitet gemeinsam mit dem Motor zusammen, sodass er immer im optimalsten Zeitpunkt schaltet und daher hast du den geringsten Kraftstoffverbrauch. Wie ist es? Wie schnell fährt er auf der Straße? Das ist eine 50 km/h Version. Also kann ich mal richtig nice haben, oder? Du kannst richtig draufdrehen, ja. Siehst du auch, dass er schön warm schaltet. Ja. Du brauchst gar nichts da, gell? Du greifst nichts an. Der geht super weich, schaltet die einzelnen Gänge. Und wie gesagt, der kannst den vollen Geschwindigkeitsbereich bei jeder Arbeit voll ausnutzen. Das heißt, ich brauche mich auch nicht darauf konzentrieren, wenn ich jetzt am Gruber bin und ich will halt meine 14 km/h fahren, dann fahre ich 14 km/h und der Motor schaut selber, dass er einfach im optimalen Drehzahlbereich arbeitet. Genau. Wie ist es bei euch da draußen? Was habt ihr für Schlepper? Habt ihr Lastschalter? Habt ihr stufenlose Getriebe? Was fahrt ihr so? Ja, ich weiß nicht, was stehen jetzt da für Traktoren noch rum? Da zeigen wir zum Beispiel das Auto-Guidance-System, okay, was ich da gerade vorher gesagt habe. Und bei dem Traktor haben wir das neue S-Brake-System, das was wirklich ein super Sicherheitsfeature ist. Weil mit dem CVD schiebt er den Hänger immer auf und wenn es glatt ist, dann schiebt er den weg. Und damit das nicht passiert, haben wir die Revolution S-Brake eingeführt. Ja, aber das will ich auch noch probieren. Na gut, machen wir das. Auf geht's. Super. Eigentlich die Warnwesten brauche ich jetzt auch nicht mehr, oder? Nein, die kannst du wegfahren, weil jetzt können wir mal nicht mehr ins Werk. Na, so best bin ich auch nicht. So geht's in Deutschland. Ja, genau. Also, was ist jetzt überhaupt das S-Brake? Du kennst es vielleicht, wenn du einen schweren Hänger hinten drauf hast und die Fahrbahn ist rutschig. Du fährst vielleicht jetzt in eine schärfere Kurve rein, jetzt gehst du runter vom Pedal. Und jetzt schiebt er das volle Gewicht vom Hänger auf. Okay. Und in dem Fall würde der Hänger jetzt den Traktor hinten das Heck einfach wegscheren. Wir nennen das Jackknife. Okay, also das hast du jetzt einfach mal runter vom Gas, oder? Genau, wenn du jetzt in volle Geschwindigkeit fährst und du gehst vom Gas runter,
dann geht da der Druck in den Hänger rein und dadurch bremst sie der Hänger ein, ohne dass du auf die Bremsen steigen musst. Also, jetzt machen wir wieder das, was ich am besten kann. Ich sapp einfach voll drauf und ja, dann sehen wir, was passiert. Genau. Also, und jetzt muss er eigentlich der Hänger auch ein leicht einbremsen, oder? Genau. Er streckt sich praktisch das Fahrzeug. Ja, ja. Und am meisten merkst du es dann wirklich. Jetzt haben wir keine regennasse Vorbahn. Und wenn du bergab fährst in eine scharfe Kurve rein, dann ist das definitiv ein riesengroßer Sicherheitsvorteil. Ja. Und was sagst du mit dem S-Brake? Spürst du es, dass da einfach eine Sicherheit da ist? Also, ich muss andersrum sagen, man merkt es eigentlich nicht, dass man so mit dem Hämmerhänger fährt. Genau. Also ist eigentlich klar, das Gewicht hat man trotzdem dran, aber du merkst, dass der Hänger selber einbremst, weil das merkst du, super. So, die dritte Geschichte, wie wir geredet haben, die ich dir noch sagen möchte, ist das S-Tech. Das ist eigentlich das Fundament für die digitale Technologie in der Landwirtschaft. Okay. Da kannst du die Daten speichern, da kannst du alle Möglichkeiten abrufen. Aber ein spezieller Vorteil, den wir dir jetzt sagen wollen, ist auch das Auto-Guidance-System, wo du praktisch einfach eine AB-Linie, irgendeine Linie eingibst, so wie halt dein Feld verläuft, auch wenn das nicht gerade ist. Und dann drückst du aufs Knäppel und der fährt automatisch die Linie mit einer Überlappung von 2,5 cm genau. Okay, das heißt, ich kann mir auf den Ledersitz dann aufsetzen und kann entspannen, oder? Genau. Das heißt, drückst du einfach drauf und es geht. Das machen wir jetzt. Auf geht's. Also Christian, danke dir für den super Tag. Ja. Ich muss sagen, da hat nicht einmal unser Kameramann zuckt. So genau ist das Ding gefahren. Also ja. Wahnsinn. War schon eine coole Sache. Schon. Ja. Jetzt gehen wir noch einen Kaffee trinken, oder? Alles klar. Also, macht es gut. Das war's aus St. Valentin. Bis zum nächsten Mal. Euer Bauer Michi.